Mein Name ist Rainer Hilmer Friedel Wiese. Steht tatsächlich so im Personalausweis. Ich lebe und arbeite bisher immer in Wuppertal, speziell in Barmen. Ab und zu hat es mich auch mal nach Elberfeld oder nach Kronenberg verschlagen. Aber Barmen ist halt meine Heimat, da bin ich geboren. Wenn ich Maschinen baue, haben die irgendeine andere Funktion, nicht die Funktion, die sie eigentlich darstellen. Eine Wettermaschine, die macht kein Wetter, sondern sie wettert. Sie schimpft. Meine Ideen beruhen im Grunde auf Wörtern oder Bezeichnungen. Die Zeche Karl ist ja hier im Wuppertal, hat man auch, war früher im Wuppertal, in Wuppertal-Langerfeld, da gibt es auch noch so einen Ort, so ein Denkmal. Und bei Zeche fällt mir natürlich ein, die Zeche, die man macht, wenn man in eine Kneipe geht. Also ist daraus der Zeche Karl eine Zeche von dem Karl entstanden, der seine Zeche wahrscheinlich nie beglichen hat, weil immer noch da drauf der Zeche Karl steht. Eine Gebetsmühle, die betet vor sich hin. Und bittet, dass man sie doch weiterlaufen lässt, aber sonst hat die keine Funktion. Also, eigentlich habe ich Bandweber gelernt. Das kam daher, weil ich hatte keine Eltern, die sind im Krieg verstorben. Und da war ich unter der Fuchtel der Fürsorge. Die Fürsorge hat natürlich darauf geachtet, dass ich möglichst schnell in ein Berufsleben reinkomme. Da stellt man sich vor, da hat man mit mir einen Eignungstest gemacht. Ursprünglich wollte ich irgendetwas Kreatives, Schöpferisches tun. Bei dem Eignungstest ist aber herausgekommen, dass ich für solche Dinge völlig oder so ein Beruf völlig ungeeignet bin. Tja, das hat mich natürlich angespornt, mein Leben dann erst recht mit dem Künstlerischen zu verbinden. Und dann habe ich bei einer Uhrenfirma mal gearbeitet. Mit der Bandweber hat mir keinen Spaß gemacht, aber mir zu stumpfsinnig. Und da habe ich die Liebe zu den Uhren entdeckt. Ich habe dann nebenher angefangen, Uhren zu reparieren und die Einzelteile dafür anzufertigen. Und dann habe ich eines Tages gedacht, wenn du schon die einzelnen Teile machst, kannst du auch eine komplette Uhr herstellen. Und daraus ist dann meine Herstellung einer Uhrenfabrikation geworden. Und das habe ich dir hauptsächlich in meinem Berufsleben gemacht, also Uhren hergestellt. 86 bin ich nach Wuppertal gezogen und ein Jahr später habe ich beim Rainer Wiese in der Uhrengalerie angefangen. Und die Uhrengalerie, das war wirklich auch sehr ein traumhafter Ort, also so ein Märchenort. Also es war irgendwie fern von dieser Welt ein bisschen. Also eine Werkstatt, wo voll war mit Gipsreliefs, wo dann die Uhrwerke reinkamen und. Und also der Rainer, der suchte jemanden, der malen kann. Und da ich eine Lehre als Keramalerin gemacht hatte und mit dem Pinsel ziemlich fit bin, habe ich dann 5 Jahre bei ihm gemalt. Als ich den Rainer das erste Mal sah, war ich eher ein bisschen verängstigt, weil er so ein großer, starker, mächtiger Mann war. Aber es hat sich halt rausgestellt, dass das alles wahnsinnig positiv war. Also er war groß und stark wie ein Baum. Und für mich war er immer ein Fels in der Brandung. Ich komme aus dem Schwarzwald und da sagt man ja immer statt Chef, Chefle. Und für mich war der Rainer und ist es immer noch mein Superchefle. Bis Ende der 80er Jahre, dann wurden die Sachen immer weiter kopiert. Und dann kamen die aus Fernost, da konnte man finanziell auch nicht mehr mithalten. Und da musste ich das leider einstellen. Und seitdem lebe ich nur noch hier und produziere Dinge, die eigentlich kein Mensch mehr braucht. Aber das ist auch schön. Ich habe ja früher Uhren hergestellt und meistens waren in den Uhren auch immer Begriffe drin, wie Uroma, Uropa, Zahn der Zeit, Mahlzeit, Bahnhofsuhr, Kirchturmuhr. Und nun wollte ich eine Eieruhr machen und sozusagen einen Korb darstellen mit Eier drin und oben die Uhr reinsetzen.
Mittlerweile war es aber so, dass meine Uhren immer kopiert wurden. Nach 3 Monaten waren schon die Kopien auf dem Berg, auf dem Markt. Nun habe ich mir gedacht, so geärgert und habe gedacht, das hat keinen Zweck mehr mit den Uhren, die Produktion. Aber den Begriff Eieruhr, den wollte ich doch gerne noch umsetzen. Und da kam ich eben auf ein Penis, die Eier, die Hoden. Und habe gesagt, jetzt machst du mal das und was kauft sowieso kein Mensch. Und du hast deinen Frust endlich da mal losgeworden und hast wenigstens noch was gemacht. Aber wie die Geschichte so spielt, ich habe dann auf der Erotika ausgestellt und habe tatsächlich verkauft. Und die Sachen sind hinterher auch verkauft worden. Aber nachgemacht hat es keiner. Das war nun doch nicht so lukrativ für die fernöstlichen Produzenten. Ja, und daraus ist denn, wer dachte, nämlich den Begriff Eieruhr hatte, hat sich das verselbstständigt, weil wenn man Latte, Stiel, Ständer, den Begriff, da kann man so viel rausmachen. Und das ist dann immer mehr geworden und wie eine Phallusschwemme über mich hereingebrochen. Falloptikum ist entstanden aus dem Begriff Phallus und Panoptikum. Und ihr gebt zusammen Falloptikum. Ja, eine war sozusagen eine neue Wortschöpfung von mir. Hat aber bisher keinen Eingang in die entsprechenden Nachschlagewerke gefunden. Vielleicht später mal. Das Falloptikum ist ja nun eine Problematik, die Sachen öffentlich auszustellen. Man bekommt hauptsächlich Ärger damit. Ich habe bei einem lieben Freund hier auch im Wuppertal, der hat einen Kasten mal aufgestellt und da hat er gesagt, hör mal, da musst du wieder abholen. Ich kriege nur Ärger mit der Kundschaft darüber. Die Schwierigkeiten, das rüberzubringen, ohne dass da irgendwelche doch starke Emotionen oder Voreinstellungen hochkommen oder Voreingenommenheiten, das ist etwas schwierig bei diesem Teil. Ne? Aber das reizt mich nun gerade daran. Ne?